Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Hallo und herzlich willkommen beim VfR TV. Begrüßen darf ich Daniel Weber wieder. Daniel, schön, dass du vor dem Training Zeit hast. Hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Daniel, Training ist heute. Du hast auch schon die ein oder andere Trainingseinheit hinter dir. Auch ein Halbvorbereitungsspiel. Magst du uns mal den Eindruck schildern, den du momentan hast? Ja, ich bin über das Engagement der Mannschaft sehr begeistert. Die Neuen fügen sich sehr, sehr gut ein. Wir mussten leider unser erstes Vorbereitungsspiel abbrechen wegen dem starken Gewitter am Samstag. Aber die erste Halbzeit hat sich sehr gut angetan. Wir haben dann noch ein internes Trainingsspiel absolviert die Woche, damit wir das ein bisschen ausgleichen. Aber ich muss sagen, die Jungs ziehen wahnsinnig gut mit. Ich bin von der Qualität doch sehr angetan und fiebere so langsam dem Start entgegen. Ja, da glaube ich, fiebern wir alle hin. Schätzt du gerade die Neuen speziell ein? Ich meine, der Aaron Kobi hat jetzt mal im Tor gespielt, 45 Minuten. Aben ist ein talentierter junger Mann, also körperlich sehr präsent. Muss natürlich noch ein bisschen was lernen, auch in der Spielschnelligkeit, in der Robustheit. Aber das kommt alles, da mache ich mir keine großen Sorgen. Die Torhüter haben da immer ein bisschen mehr Zeit, weil der Mausi halt da einfach... denke ich, auch unangefochten ist und da natürlich vorausgeht. Aber die Jungs müssen Gewehr bei Fuß stehen, sowohl Patrick als auch Abend, wenn da Mausi mal was haben sollte. Und deswegen haben wir da ein bisschen Zeit, denke ich mal. Aber ich bin guter Dinge, dass die zwei jungen Torhüter dahinter ihre Aufgabe gut machen werden. Jetzt haben wir heute ja Training, dann kommt das Wochenende, volles Programm, Freitagsspiel, Samstag, Turnier, der Erdinger Meistercup. Wie werden das die Jungs verkraften oder wie gehst du es auch an? Also ich muss sagen, wir müssen zurzeit volles Programm fahren. Nicht nur der Termine wegen, sondern auch was unseren körperlichen Zustand angeht. Da gibt es keine Schonung in den ersten 3 Wochen. Dann kommen wir so langsam auf die Zielgerade zum ersten Spiel. Da können wir dann mal ein bisschen runterschrauben. Mhm. Aber die Liga wird uns sehr, sehr viel abverlangen. Viele Mannschaften trainieren grundsätzlich mehr als wir, dadurch, dass sie andere Strukturen haben. Das müssen wir halt ausgleichen mit Intensität in den Einheiten. Das versuchen wir. Und ich glaube, dass es einfach trotzdem dann so gut ist. Deswegen die Woche wird weiterhin Vollgas gegeben. Das Spiel gegen Manching am Freitagabend wird ein guter Testlauf. Ist zwar nur ein Bezirksligist, der aber abgestiegen ist, gerade mit dem Tobi Strobel einen sehr, sehr guten Spieler und Trainer dazu gewonnen hat. Ich glaube, dass sie qualitativ gut sind und aber natürlich auch in der Vorbereitung. Also es geht aber in der Vorbereitung ja darum, am Anfang viel zu testen, jedem einen guten Spielrhythmus zu geben, um ihm auch die Chance geben, sich aufzudrängen. Und das möchte ich eigentlich jedem gestatten, sich so weit wie möglich aufzudrängen, sodass wir dann einfach, dass ich die Qual der Wahl habe am Schluss des Tages. Normalerweise sagt man in der Vorbereitung, Ergebnisse sind nebensächlich, aber am Samstag ist auch der Erdinger Meistercup. Was erwartet uns da? Weil da kann man ja auch was Großes gewinnen. Ja, weil da muss man, es ist ein Turnier, da kann immer viel passieren. Du musst 7 Spiele spielen, bis du das Ding gewonnen hast und nur dann darfst du mit diesem großen Ding nach Hause gehen. Was uns natürlich gut tun würde, brauchen wir gar nicht reden. Aber wir gehen da in der Hauptsache hin, weil wir als Meister natürlich dort einfach was präsentieren wollen für den VfR und dann schauen wir mal, wie weit uns die Füße tragen. Ja, dann hoffe ich doch mal ins Finale. Wenn es dann auch gewonnen wird, hätte ich auch keine Probleme damit. Schauen wir mal. Ich sage erstmal danke, dass du vor dem Training dir die Zeit genommen hast. Euch wünsche ich noch viel Spaß. Schaut auf unsere Homepage, da gibt es schon aktuelle News, auch bezüglich der Busfahrten. Abfahrtzeiten folgen noch. Viel Spaß. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ja.